Oh, ich habe sogar gewonnen. Nichts zu finden. Naja, was soll's. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Aber das habe ich auch einfach nur. Scheiß drauf. Hau ruf da. Buff, 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 buff. Er kam noch nie mal zum Zurückschlagen. Aber irgendwie ist trotzdem meine eigene Ausdauer immer runtergegangen. Das ist halt das Problem bei diesem Schlagabtausch hier in dem Spiel. Beim anderen war es ja so, dass es irgendwie ging. Na toll. Was will ich denn damit? Irgendeinen Nutzen hatte das ja, glaube ich, gehabt. Das ist ein rotes Kreuz, Erste-Hilfe-Set. Kann ich es irgendwie öffnen, benutzen oder so? Jetzt fühle ich mich viel besser. Ach, das ist... Weil ich halt so viel Ausdauer verloren habe. Und das auch so bleibt, kann ich das Erste-Hilfe-Set benutzen, um meine Ausdauer wieder zu erhöhen. Na toll. Das hat sich ja jetzt gelohnt. Jetzt können wir nach oben. Ich weiß echt nicht, wie ich den hätte belabern sollen. Naja, egal. Ich weiß auch noch, bei irgendeinem funktionierte es, dass man mit diesem Fleck und gebügelt und sowas. Ich versuch's jetzt mal bei ihm. Soldat, Ihre Hose sind ganz zerdrückt. Entschuldigen Sie, ich hatte keine Zeit zu bügeln. Komisch, dass jeder Flecken hat und ungebügelte Hosen. Mit seiner schlesischen Soße vollschmiert. Soße, Sie klauen, Sie verschwenden meine Zeit. Zur Seite. Natürlich, wie Sie befehlen. Ja, bei dem hat's geklappt. Keine Ahnung, wo man, woran man das abhängig machen kann. Auf jeden Fall, hier, einer der beiden Türen ist das Büro vom Oberst. Das war in den beiden Zwischensequenzen da gesehen haben. Und seltsamerweise ist er nicht da. Oh, guck mal, ein Blondie. Hallo? Schrank. Gib Schweinebraten an. Hund, geht doch. Jetzt ist er zufrieden. So kann man ja, guten Appetit. Jetzt freut er sich. So. Den Pokal können wir nehmen. Und in diesem Aktenschrank war es, glaube ich, Schublade. Was haben wir denn hier? Nimm Passierschein. Nimm Schublade. Ein Passierschein ohne Unterschrift mit einer Safe-Kombination auf der Rückseite. Ach so, stimmt, jetzt können wir runtergehen. So, Flur. Der unten dürfte immer noch umgenockt sein. Ich glaube, hier oben gab es nichts mehr Wichtiges. Ja, okay, außer halt die Zelle vom Vater. Das war ja das mittlere, glaube ich. Genau, da können wir mal kurz runtergehen. Ich hoffe, der Typ ist weg. Ja, sind wir noch weg. Komisch, er hat das Bild gebracht, dann wieder runter und ist trotzdem weggeblieben oder so. Aber jetzt will ich nochmal zurück zur Küche. So, dafür muss ich mich ja kurz umziehen. Yep. Umziehen, runter zur Küche. Dann den Pokal und den Krug wieder mit Bier füllen.
Und dann muss ich kurz überlegen, wo es dann weiterging. Achso, wir können dann auch zum Safe gehen, theoretisch. Ah, mach ich gleich. Wenn wir wiederkommen. Weil dort gab es noch etwas. Irgendwas gab es da. Ich weiß nur nicht mehr was. Hallo. Die Lederjacke kommt. Keine Sorge. Ach nee, da nicht. Da lang. So, jetzt mal ein bisschen noch einen Schluck nehmen. Ja, ich jetzt irgendeine Scheiße mal rumquassel. Ich selbst nicht mehr weiß, was ich gequasselt habe. Die Küche war in der Mitte. Genau hier. Die anderen Räume sind alle leer, das... Genau, hier sind wir richtig. Oh, den Krug hier. Zapfern. Und nochmal den Pokal. Das wird jetzt etwas länger dauern, glaube ich. Oh, da kommt einiges rein. Ah, sehr schön. Dann können wir hoch. Den ersten Stock gleich wieder in den ersten Raum umziehen, vorsichtshalber. Wenn wir uns umgezogen haben, gehen wir dann zu dieser Kunstgalerie und dann zum Safe. Öffnen den dann. Und dann gehen wir wieder nach oben. Benutzen dann den Pokal und... Ach scheiße, da war noch etwas. Nein. Ach, zu viel des Guten. Wie habe ich eigentlich den ersten hier umgenockt? Habe ich den überhaupt umgenockt oder... Ich glaube ja. Interessant. Aber ich freue mich, wenn ich endlich aus dem Schloss raus bin, dann gibt es nur noch Kleinigkeiten zu tun. So. Wieder in den Raum. Schön die Uniform anziehen. Benutze nicht Passierschein, sondern Dieneruniform. Nein, nicht Dieneruniform. Was mache ich denn da für eine Kacke? Die graue Uniform. So. Nee, doch nicht. Schade. Dahin. Und dann können wir gleich nach oben. Speichere ich besser ab, bevor wir diesen Raum verlassen. Weil das, glaube ich, der letzte Punkt ist. Ja. Passierschein. Da. Na, Passierschein. Drücke dieses große Gemälde wieder zur Seite. Benutze Passierschein. Öffne. Ich benutze die Kombination hier. Ah ja. Und sieh an, das ist ja unser Bild. Das ist das Bild, das ich von der jetzt Pokal gemacht habe. Das sieht aus wie ein Gemälde des Grals. Becher. Der Becher eines Zimmermanns, so wie es... benutze Kral-Tagebuch. Das klappt so nicht. Benutze Gemälde, ja. Geht das nicht? Schade. Na gut. Können wir wieder hoch und die letzten Räume durchsuchen, die wichtig sind. Punkte haben wir bereits. Das ist ein richtiger Sprung gewesen. Fast 100 Punkte. Nur in dieser einen Aufnahme. Nur hier im Schloss. 100. Schaut ihr mal.
Jawohl, dahin geht's. Und nach oben. Der Typ ist ja weggenockt worden. Umgenockt. Wie ich das immer so schön gesagt habe. Da war ja hier der eine Offizier. So, und jetzt kommen wir zur deutschen Antwort auf Rambo. Niemand darf zum Gefangenenbefehl vom Oberst. Biete etwas an. Pokal. Nehmen Sie das hier. Die Hälfte geht zwar daneben, aber egal. Ex oder Braunschweiger, los. Oh. Oh, das war... Gut, aber du... Das immer noch. Nicht hier hoch. Bam. Biff, der Schläger. Nichts zu finden. Warte, Biff, so hieß auch der im bei Atlantis, im vierten Teil, der ein Türsteher. Wahrscheinlich hat er seinen Beruf gewechselt. Jawohl. Oh. Ich hätte speichern sollen. Guten Abend, Sie befinden sich in einem Sperrgebiet. Versuchen wir es nochmal. Ich bin in offiziellem Auftrag hier. Darf ich passieren? Aber ich kenne Sie nicht. Er kenne Sie nicht. Nein, ich bin heute das erste Mal hier. Neue Befehle. Befehle? Darf ich die mal sehen? Natürlich. Haben Sie Freigabe für geheime Dokumente? Ja, eigentlich schon, aber trotzdem. Einen Moment. Sind Sie Siegfried? Ich sollte nach Ihnen suchen. Oh, man hat mir mal wieder nichts gesagt. Sie können passieren. Hm, cool. Das chillt. So, hier sind ein paar Räume. Aber jetzt lichtet sich mein Wald, ja. Der Nebel im Wald. Ich weiß... wo ich straight hingehen muss. Da hat gerade meine Schulter geknackt. Aha, genau. Hallo? Silberner Schlüssel. Sieht aus wie der Schlüssel zu einer Tür. Das dürfte wohl zur Tür vom Vater sein. Jetzt kommen wir aber direkt dahin. Da der Hauptwachmann Biff Buff ist. Oh. So, der Offizier labert uns auch nicht zu, der wenigstens wie ein Offizier aussah. Na, Biff, wie geht's dir? Liegt einfach so da rum. Höchstwahrscheinlich. Und nichts passiert. In der Mitte war er, ja. Oh mein Gott, ey. Ich hatte noch nie solche Probleme gehabt. Alarmdrehter, den haben wir ja ausgeschaltet. Einmal silberne Schlüssel. Ah ja. Es wurde auch langsam Zeit, dass du zurückkommst. So, jetzt können wir gehen. Doch leider sind uns zu viele Soldaten im Weg. Ich hätte die vielleicht doch alle umnocken sollen. Irgendwie. Flur. Zumindest der eine. Dinger. Halt, halt! Halt, halt! Oh. Wow, chill doch mal. Wo wollen wir denn hin? Ah, Dr. Jones. Ja, ja. Sie haben etwas, das ich will. Ich kann Sie überreden, sich davon zu trennen. Niemals, die Nazi-Abschaum.
Sie könnten keinen Hund zum Bellen überreden, Dreckskerl. Können wir da nicht ein Geschäft machen? Biet etwas an. Na gut. Bevor wir erschossen werden, müssen wir ihm es dann doch geben. Ich glaube, sie suchen nach diesem hier. Ah, das Tagebuch. Schön, dass sie sich zur Zusammenarbeit entschieden haben.